Der 18. Dezember 2022. Dies war der Tag, der Lionel Messi endgültig zur Legende machte. In einem hochdramatischen Finale gegen Frankreich führte er sein Land zum Weltmeistertitel. Nach über 1000 Pflichtspielen, 7 Titeln als Weltfußballer des Jahres und Hunderten von Toren besteht seitdem kein Zweifel mehr. Messi ist der aktuelle GOAT und steht auf einer Stufe mit Ikonen wie Maradona und Pelé. Aber auch wenn Messi für viele Fußballfans fast schon sowas wie ein Gott ist, ist er abseits des Platzes ein ganz normaler Mensch. Und genau auf diesen Menschen und sein Leben wollen wir in diesem Video einen genaueren Blick werfen. Wir zeigen euch, wie Messi seinen Alltag lebt, was er für Gewohnheiten, Hobbys und Interessen hat und wie es sich als ein Superstar seines Kalibers so lebt. Außerdem erzählen wir euch ein paar spannende Hintergründe zu Messis Leben. Es wird also hochinteressant, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns bei der Gelegenheit doch mal in die Kommentare, wer für euch der beste Fußballspieler aller Zeiten ist. Wir sind gespannt. Bevor wir euch einen Tag im aktuellen Leben von Messi zeigen, wollen wir zunächst einen Blick auf seinen Werdegang werfen. Denn seine Geschichte ist vielen zwar gar nicht bekannt, aber macht deutlich, was für ein Mensch er in Wirklichkeit ist. In seiner Kindheit sprach nämlich so ziemlich alles dagegen, dass er jemals Profifußballer wird. Er wuchs in der argentinischen Stadt Rosario auf und hatte dort mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die wohl nur die wenigsten kennen. Da seine Eltern rund um die Uhr arbeiten mussten, um die Familie zu ernähren, war seine Großmutter die einzige, die den jungen Messi jeden Tag zum Fußballtraining bei seinem Jugendclub Grandoli FC fahren konnte. Dort war er zwar bis zu seinem 13. Lebensjahr stets der beste Spieler, es gab jedoch eine Sache, die seine Karriere damals beinahe ruiniert hätte. Und zwar seine Größe. Als Kind hatte Messi nämlich einen Mangel an Wachstumshormonen, der letzten Endes sogar dazu führte, dass er mit 13 Jahren gerade mal 1,40 Meter groß war. Viele hielten ihn deshalb für zu klein, um Profi zu werden, und seine Trainer meinten, dass er höchstens mit Hilfe einer Therapie mit Wachstumshormonen den Sprung zu den Profis schaffen könnte. Diese Therapie kostete allerdings über $900 im Monat und war für seine Eltern einfach zu teuer. Es sah also alles danach aus, als würde Messis Traum vom Profifußball platzen, bis seine Eltern eine Idee hatten. Und zwar hatte Messi damals einige Verwandte in Katalonien, die über Umwege Kontakt zum FC Barcelona hatten. Sie erzählten den dortigen Scouts von Messi, woraufhin diese nach Argentinien flogen und ihm ein unschlagbares Angebot machten. Wenn er zusammen mit seinen Eltern nach Barcelona kommt, würde der Verein nicht nur eine Hormontherapie für sein Wachstum bezahlen, er würde auch dafür sorgen, dass Messi die Chance erhält, mit den besten Nachwuchsspielern der Welt zu trainieren. Messis gesamte Familie stimmte augenblicklich zu und sie unterschrieben sofort den Vertrag, der Legende nach sogar auf einer Serviette im Restaurant. Der Rest ist Geschichte. Kommen wir jetzt aber zu einem Tag im heutigen Leben von Messi. Dieser beginnt in der Regel um 6 Uhr früh und natürlich bei ihm zu Hause. Aktuell wohnt Messi im luxuriösen Pariser Stadtteil Neuilly-sur-Seine. Sein Heim ist jedoch nicht so, wie man es sich für den bestbezahlten Fußballer der Welt vorstellt. Statt nämlich in einer gigantischen Villa mit Swimmingpools, Fitnessstudios und Privatkinos zu wohnen, wacht Messi jeden Morgen in einem für seine Verhältnisse relativ bescheidenen Townhouse auf. Das Haus hat ca. 300 Quadratmeter, nur einen kleinen Garten und gerade einmal 4 Schlafzimmer. Allerdings bietet es eine luxuriöse Dachterrasse mit einem schönen Blick über Paris und kostet immerhin 20.000 Euro Miete pro Monat. Nach dem Aufwachen frühstückt Messi dann gegen 7 Uhr mit seiner Frau und seinen 3 Söhnen, die 4, 7 und 10 Jahre alt sind. Während sich seine Familie dabei Croissants, Müsli und so weiter gönnen kann, muss Messi als Leistungssportler allerdings schon beim Frühstück konsequent auf seine Ernährung achten. Meist isst er daher Joghurt oder Quark mit Obst, Öl und Nüssen und verzichtet konsequent auf industriellen Zucker. Seine Ernährung war aber nicht immer so vorbildlich. Bis zum Jahr 2014 war er nämlich dafür bekannt, für einen Profisportler extrem ungesund zu essen. Er aß fast ausschließlich Zucker und fetthaltige Lebensmittel, sodass seine Ernährung immer wieder seine sportliche Leistung beeinträchtigt hat. Er soll sogar täglich den Cola-Automaten auf dem Gelände vom FC Barcelona benutzt haben. Erst als sein ehemaliger Trainer und guter Freund Pep Guardiola ein Machtwort sprach und Messi sagte,
dass er mit dieser Ernährung nicht lange an der Weltspitze bleiben würde, begann er damit, sich besser zu ernähren. Er ließ sich von einem italienischen Ernährungsexperten einen individuellen Ernährungsplan machen und hält sich seitdem strikt daran. Nach dem Frühstück verlässt Familie Messi dann das Haus. Während seine Frau seine Söhne zur Schule und zum Kindergarten bringt, fährt Messi mit dem Auto zum Training. Im Alltag fährt er dabei einen Mercedes GLE Coupé. In seiner Garage stehen aber unter anderem auch ein Ferrari Spider, ein Maserati Gran Turismo und ein Cadillac Escalade sowie einige weitere Mittelklassewagen. Auch kurios ist, dass Messi für die Strecke zum Trainingsgelände von PSG fast 20 Minuten fahren muss und dafür keinen Chauffeur hat. Nach der Ankunft in den PSG Training Facilities beginnt für Messi dann meist direkt das Mannschaftstraining. Im Team von Paris Saint-Germain ist er zwar der absolute Superstar und wird selbst von seinen hochtalentierten Mitspielern Neymar und Mbappé mehr oder weniger vergöttert, er selbst besteht laut seinen Kollegen jedoch darauf, im Training so wie alle anderen behandelt zu werden. Eine Besonderheit ist jedoch auch im Training unvermeidbar, und zwar sein absolut einmaliges Talent. Während seine Dribblings und Tore schon am Fernseher Millionen von Menschen begeistern, sollen seine Skills im Training nämlich nochmal viel krasser sein. Selbst Fußballlegenden wie Thierry Henry waren fassungslos, wenn sie mit Messi zusammenspielten. Trotz seiner Fähigkeiten soll Messi aber laut vielen Quellen gar nicht mal so übertrieben hart trainieren wie zum Beispiel sein ewiger Rivale Cristiano Ronaldo. Während Ronaldo nämlich auch zu Hause rund um die Uhr seine Muskeln stählt, versucht Messi eher seine Agilität zu verbessern. Der Grund dafür liegt in seiner Spielweise. Er verbessert lieber seine Schnelligkeit und Wendigkeit, anstatt viel im Kraftraum abzuhängen. Dafür trainiert er auf der einen Seite täglich eine Session ausschließlich in Laufrichtung, um seine Sprints zu verbessern, und im Anschluss eine Einheit im Wendigkeitstraining, was ihm dabei hilft, möglichst flexibel an seinen Gegnern vorbeizukommen. Nach dem Training geht am frühen Nachmittag für Messi dann aber der Arbeitstag erst so richtig los. Nahezu täglich findet er sich bei Werbedrehs oder Business-Meetings mit Unternehmen wie Adidas, Lays oder Turkish Airlines wieder. Das Geld, das er mit diesen Partnerschaften einnimmt, wird insgesamt auf über 100 Millionen Euro jährlich geschätzt, was ihn zu einem der bestverdiensten Prominenten der Welt macht. Messi ist aber nicht nur ein Werbegesicht. Tatsächlich ist er mittlerweile auch ein echter Unternehmer. Erst dieses Jahr gründete er mit einem Geschäftspartner nämlich die Firma Playtime Sports Tech Holding. Mit dieser Firma investiert er vor allem in Unternehmen aus dem Tech-, Sport- und Medienbereich und teilweise auch in Startups aus dem Silicon Valley. Seine Firma erfordert von Messi natürlich auch regelmäßig, dass er Investitionsentscheidungen trifft und an Meetings teilnimmt. Aber natürlich hat auch Messi spätestens am Abend oder am späten Nachmittag auch mal Freizeit. Bis vor einigen Jahren verbrachte er diese vor allem mit einem Hobby. Er war nämlich ein leidenschaftlicher FIFA-Spieler und galt in seinen Mannschaften stets als einer der besten FIFA-Zocker. Seitdem jedoch seine Söhne auf der Welt sind, verbringt er die Zeit am liebsten mit ihnen. Und natürlich bringt er auch seinen Söhnen den Fußball näher. Seine beiden Ältesten, Thiago und Matteo, spielen auch schon jetzt in der Nachwuchsabteilung von PSG. Vor allem Matteo erweist sich dabei als extrem talentiert und viele Coaches und Scouts glauben, er könnte in die Fußstapfen seines Vaters treten. Übrigens hat Messi aber noch ein weiteres Interesse, dem er sich widmet, wenn er mal ganz für sich ist. Und zwar das Klavierspielen. Dies übt der Argentinier nämlich bereits seit einigen Jahren nebenbei und scheint das Instrument durchaus zu beherrschen. Nach dem meist anstrengenden Trainings- und Arbeitstag endet Messis Tag dann, wie er angefangen hat, und zwar mit seiner Familie. Das gemeinsame Abendessen der Familie wird dabei meist von Messis Privatkoch zubereitet, und zwar streng nach den Rezepten seines Ernährungsberaters. Übrigens kommt beim Essen noch ein weiterer wichtiger Aspekt in Lionel Messis Leben ins Spiel. Einer der wichtigsten Pfeiler in seinem Leben ist nämlich die Religion. Messi ist nicht nur sehr katholisch, er betet auch täglich, unter anderem vor dem Essen, und hat sogar zwei christliche Tattoos. Übrigens hat er deswegen auch schon in Interviews gesagt, dass es ihm missfällt, wenn Fans ihn einen Fußballgott nennen. Klar fühlt er sich dadurch geehrt, aber er würde ungern auf die gleiche Stufe wie Gott oder Jesus gestellt werden.
Nach dem Abendessen lässt die Familie dann meist einfach den Tag ausklingen. Für Messi bedeutet das vor allem, dass er seiner Vaterrolle gerecht werden muss. Er spielt also mit seinen Söhnen, bringt sie ins Bett und liest ihnen vor. Den Rest des Abends verbringt er dann mit seiner Frau Antonella, mit der er übrigens schon seit 2009 zusammen ist. Aber natürlich sieht Messis Leben nicht immer so aus. Wenn nicht gerade Saison ist, jettet Messi mit seiner Familie nämlich um die Welt. Regelmäßig gibt es daher neue Urlaubsbilder von ihm und seiner Familie, sei es im Privatjet, auf diversen Yachten oder auch in Messis Villa in Barcelona, in der er über 10 Jahre lebte. Neben Barcelona hat Messi aber auch eine Vorliebe für Miami und ist deshalb häufig in den USA. Aus diesem Grund gibt es auch immer wieder Gerüchte, dass Messi zum Ende seiner Karriere möglicherweise nach Inter Miami wechseln wird. Schreibt uns doch mal in die Comments, was ihr von Messis Lifestyle und seiner Person haltet. Checkt außerdem gerne mal unser Video darüber aus, wie sein großer Rivale Cristiano Ronaldo aktuell so lebt, und abonniert natürlich Wissenswert. Ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.